nächste Referentin. Ich vermute, dass es thematisch sehr gut anschließt. Ich vermute, dass das, was wir jetzt hören werden, das von der anderen Seite her beleuchtet wird. Wir haben eine Referentin, die seit Jahren sich intensivst mit dem Wirtschaftskrieg, der läuft, auseinandersetzt, die einen eigenen im Verein Impulswelle als Gründungsmitglied und auch als ganz aktive Kraft tätig ist. Jemand, der weiss, was heute Sache, also auf wirtschaftspolitischer Ebene heute Sache ist. Und sie wird uns jetzt zum Thema Wirtschaft und Neutralität ihr Referat halten. Ich möchte Sie bitten, Frau Rupfrey mit einem herzlichen Applaus zu begrüßen. Ich habe nach einem Bild gesucht, wo könnte, den Inhalt des Referats in einem Aufwasch symbolisieren. Und als ich das vergrößert habe, habe ich gemerkt, dass das Zentrum mit dem Wilhelm Bell und seinem Sohn verschwommen ist bei dieser Pixelgröße. Und habe gedacht, ah, blöd. Und dann ist mir plötzlich eingefallen, nein, es ist gar nicht blöd, weil es ist ein sehr gutes Symbol dafür, dass vieles, was früher klar war und klar bestimmt war, ist heute verschwommen. Viele Prinzipien, Wertgrundsätze, die man früher als selbstverständlich angeschaut hat in unserem Land, die sind gar nicht mehr so klar. Ich bin im Dorf aufgewachsen, am Morgensee auch. Da waren wir 1600 Einwohner, wir haben jeden kennt. Die einen waren reformiert, die anderen katholisch und etwas gibt es jetzt gar nicht mehr. Und man hat einfach gewusst, was Sache ist. Heute ist vieles anders. Ich habe mich zum Thema hingewendet, was heißt die heutige Globalisierung oder die amerikanische, US-amerikanische Globalisierung für einen Einfluss auf unser Verständnis von Souveränität und auf unsere Neutralität. Und zuerst habe ich mir überlegt, ja, was nützt uns eigentlich die Neutralität irgendwas? Und hat Ihnen so einen Militärbericht aus dem Jahr 1992 so schnell durchgeschaut und hat dann realisiert, also die Neutralität ist nicht ein Wert an sich, sondern ein strategisches Mittel zur Gewährleistung der äußeren Sicherheit des Landes, also Sicherheit nach außen. Und im Bündnis, also im Bedrohungsfall, also im Verteidigungsfall, wenn Schweiz angegriffen wird, das ist festgelegt, den König Schweiz als das Bündnissieger, sprich NATO. Der Herr Petschen hat uns jetzt aber klar gesagt, das Bündnis ist längst in Sieg gegangen, auch wenn es nicht offiziell ist. Also wir sind noch nicht im Angriffsfall, aber das ist bereits Makulatur. Denn Neutralität hat noch einen Vorteil und ist auch Grundlage für die humanitäre Tradition der Schweiz. Dadurch, dass wir bisher eben neutral sind, haben wir immer wieder auch können in schwierige Situationen helfen, zum Beispiel über das IKRK, obwohl das eine internationale Organisation ist. Aber das hat der Schweiz einen guten Ruf vermittelt. Der dritte Punkt zur Neutralität, sie ist auch Voraussetzung für die guten Dienste auf der diplomatischen Ebene. Die Schweizer Vermittler sind immer ganz Frau Tanja Wili, die Sie erwähnt haben, Herr Petschon, ist eine Spitzendiplomatin, die in den allerschwierigsten Situationen herbeizogen wird zum Verhandeln. Ich habe mal mich gefragt, ja, was gehört eigentlich, wie gehört das eigentlich zusammen, Souveränität und Neutralität? Also die Neutralität hat bisher dazu gedient, unsere Souveränität zu stabilisieren, zu stärken, sich auf sie zu beziehen. Aber es ist nicht ein Wert an sich. Und ich habe gefragt, ja, was ist denn der Wert? Was brauchen wir eigentlich, um souverän zu sein? Da
brauchen das Staatsgebiet und das soll geschützt werden. Wir brauchen das Staatsvolk, das sind wir. Wir brauchen aber auch den Willen, zusammenzugehören und miteinander auszukommen. Und das wird in der Verfassung festgelegt. Sie haben sich sehr stark auch auf die Verfassung bezogen am Anfang. Dann ist es sinnvoll, einen Rechtsstaat zu haben mit all den ausführenden Organen, also Gesetzgebung, Exekutiven und Gerichtsbarkeit, Judikativen. Sehr wichtig für die eigene Souveränität vom Staat ist die eigene Währung. Und da sind wir stolz drauf, als Schweizer dort Franken zu haben. Keine Volkswirtschaft, keine Souveränität, keine Zusammengehörigkeit ohne eine funktionierende Realwirtschaft und auch einen gut funktionierenden Binnenhandel, also innerhalb vom Land, dass man regen Austausch hat. Der Herr Bischof hat uns vorgesagt, wie wichtig eine funktionierende Verteidigung ist zum Schutz der Bevölkerung und dass das jetzt absolut im Auge liegt. Was ganz wichtig ist, wäre ja auch die Berichterstattung über das, was Sache ist, was Sie uns jetzt erzählt haben, dass wir so lesen, wo wir in der Grenze sind, noch im Tag hin, noch im Blick. Und die freien Medien und das wahrhaft Berichterstattung wird, ist für mich so etwas Zentrales, wo ich sehr darunter leide, dass man das längst nicht mehr, wenn wir es überhaupt jemals gehabt haben. Dann ist auch sehr wichtig, dass wir meine Nachfolge, die Rednerin, unsere nachfolgende Rednerin sagen und davon erzählen, ist das Bildungswesen. Denn es sind ja die Werte, die Fähigkeiten, die Skills, die wir lernen oder aber auch das Geschichtsbewusstsein. Es sind ganz viele Details, die vermittelt werden über das Bildungswesen, besonders in der Schweiz, jetzt, wo wir 25% Minimum Anteil von ausländischen Menschen hier im Land haben, wäre das noch sehr wichtiger. Also das wäre mal die Grundlage von Souveränität. Dann habe ich nur so als Gedankenspiel zusammengestellt, ja, wo bin ich denn eigentlich souverän? Also in der Beziehung von der Schweiz zum Ausland bin ich nicht souverän, das macht der Bundesrat. In Bezug auf Gesetzgebung bin ich auch nicht souverän oder nur teilweise souverän, denn das haben wir delegiert am Nationalen Ständerat oder am Kantonsrat. In Bezug auf die Exekutive, die Regierung, ja, da kann ich im Bundesrat mal prüfen, wie ich einverstanden bin. In Bezug auf Gerichtsbarkeit, die Richter, die sollen unabhängig sein, das akzeptiere ich. Aber die Sachen, die wir jetzt nicht so geregelt haben, wer ist souverän über das Geld? Das wissen die wenigsten Leute. Und wer ist denn eigentlich souverän über die Wirtschaft? Das muss immer wieder neu bestimmt werden. Das Geld wird zum Teil geschöpft von der Nationalbank, zum kleinen Teil, und zum größeren Teil von den Geschäftsbanken. Das wissen Sie nicht so klar. Sie sind aber, die Geschäftsbanken sind aber der Nationalbank gegenüber zu bestimmten Regelungen verpflichtet. Aber da wird es schon, quasi, da wird es schon unklar. Wer ist souverän über die Information und über die Medien? Wer ist souverän darüber, dass man die Information überhaupt überkommt, die wir brauchen, um können, sinnvolle Entscheidungen zu fällen, dass wir in einer Abstimmung wissen, um was es wirklich geht? Das verschwindet, das verfranzelt. Und jetzt kommt die allerwichtigste Frage für mich: Wer ist denn souverän über das Weltbild, an das er glaubt oder das er für wahr hält? Wer ist souverän über die Bildung, die ihm eingerichtet wird seit Geburt? Wer ist souverän über die Wissenschaft, die gelehrt wird an unseren Hochschulen? Ja, und wer ist souverän über seine Seele? Und ich werde nachher noch zeigen in einer späteren Folie. Vor allem unsere Kinder. Wer bestimmt eigentlich, was unsere Kinder in ihren Seelen erleben? Das ist ja unsere Zukunft. Dem müssen wir sehr, sehr Sorge tragen. Also wir haben vieles delegiert und in einem Land, wo man vieles delegiert, wo man seine eigene persönliche Souveränität in so vielen Gebieten delegiert, wir haben die EU als abschreckendes Beispiel, eine riesige Beamtenhierarchie, riesige Gebäude, wer das Bâtiment Bandiamont in Brüssel mal gesehen hat, das ist unglaublich riesig. Eine Feudalisierung vom Staatswesen.
Und je mehr von unserer Souveränität wir abgehen, umso grösser wird ja auch die Gefahr von einer Kompetenzüberschreitung vom Beamtenapparat, wo sich dann überhaupt nicht mehr darum kümmert, bis der Mensch geht. Also Brüssel ist für mich ein super Beispiel. Und ich habe dann geschaut, ja, die Schweiz, von weisst du, die Schweiz abhängig oder nicht abhängig. Und habe dann den Begriff independent für unabhängig gewählt und interdependent im Netzwerk innen voneinander abhängig. Also wir sind abhängig, aber die anderen sind auch von uns abhängig. Unabhängig von Russland sind wir in Bezug auf unsere Selbstwahrnehmung. Wie definiere ich mich? Wie sehe ich mich? Was ist meine Identität? Das interessiert mich nicht, was meine Nachbarländer von mir denken. Unabhängig bin ich dann auch von der Meinung von anderen, was meine Kreativität betrifft, wie ich stehe zu meinem Mutterland oder Vaterland. Die Menschen haben sowohl das Mutterland wie das Vaterland und auch Mutter- und der Vaterspruch. In der heutigen Zeit habe ich beides gehört. Da sind wir noch, sagen wir jetzt mal, relativ unabhängig. Aber alles andere, Entscheidungen über Wirtschaft, Finanz, Kriegführung, Bildung, Information, da sind wir abhängig davon, von all den Informationen, die wir von anderen Ländern oder Instanzen oder in dieser riesigen, vernetzten, in der heutigen Welt bekommen. Und es ist fast nicht mehr möglich, den Wahrheitsgehalt von einer Information wirklich seriös zu prüfen. Da ist jeder Einzelne überfordert. Da müssen wir bleiben. Interdependent sind wir auch in Bezug auf Finanzströme. Denn sicher ist es Ihnen klar, oder vielleicht ist es Ihnen auch nicht klar, unsere sogenannten Finanzmärkte, die bestehen ja aus grossen Anlegern, institutionellen Anlegern, wie Pensionskassen, sehr vielen Einzelanleger, die kleinere Investoren sind, dann aber Rieseninvestoren, Stichwort George Soros, die bestimmen, wo Geld fließt in Milliardenhöhe und entsprechend entwickeln sich dann auch die Länder oder eben nicht. Das heisst, sie werden, wenn sehr viele amerikanische Investoren beteiligt sind oder Leute, die kein Herz mehr haben und keine Seele eigentlich auch nicht mehr, da geht es nur noch darum, das sehen sie in Griechenland, dass man Länder kann auspressen, strangulieren, ob die Leute sterben oder nicht, interessiert kein Schwein, Entschuldigung. Aber es werden Finanzprodukte verwendet, rein im Kredit oder den Derivat, um ganze Länder bankrott zu zerstören, damit man nachher alles privatisieren kann zum Sport. Und das ist genau, was man jetzt sieht in Griechenland. Ich wünsche den Griechen, dass sie es checken und morgen richtig abstimmen. Das wird jetzt noch ganz schnell. Unsere Beziehung mit anderen Ländern, mit Konzernpartnerstaaten. Der Herr Wittschon hat sehr stark jetzt über die Beziehung zwischen Ländern geredet, von Russland und Drittstaaten, was sehr wichtig ist. Und ich möchte in die Diskussion hineinbringen, die Tatsache, dass wir je länger, je weniger als Länder souverän sind, weil ja immer mehr Kompetenzen abgetreten werden, hat Konzern. Man hat das bei den sogenannten Freihandelsabkommen wie dem TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership heißt das, glaube ich. Und die Amerikaner haben dasselbe mit asiatischen Ländern unter dem Namen TPP, also Transpazifische Partnerschaft. Und auch dort geht es absolut nie darum, wie sie sich als Menschen, als wie wir uns als Bevölkerung, wie wir uns als Gemeinschaft, als Menschen fühlen, wie wir denken, was wir wollen, wie wir uns möchten weiterentwickeln, was unsere Kreativität ist, was wir für Ziel in unserem Leben haben. Und da scheint es mir eben enorm wichtig, dass man immer im Auge hat, wenn man von Neutralität redet, wenn man von Souveränität redet, dass man merkt, hey, unsere Staaten sind schwächer als Großkonzerne, die transnational operieren. Und all die, also dass man einfach so wie ein bisschen Priorität, Hierarchie
von der Bedeutsamkeit von den einzelnen Instanzen könnt sehen. Also dass man, wir sind immer das Land, wie man gesehen hat, mit Wilhelm Tempel, mit dem Armbrust, wo sein Sohn erzählt, was Freiheit ist und Unabhängigkeit, wo alles sein Leben für einsetzen. Das hat sich total geändert. Wir werden jetzt von ganz vielen Faktoren bestimmt, wo wir uns gar nicht jeden Tag Rechenschaft darüber ablegen. Und ich bin dann mit den Sachen noch ein bisschen näher gegangen und habe gefragt, ja, seit wann ist denn eigentlich überhaupt der Wahnsinn von dieser neoliberalen Globalisierung aktiv? Seit wann läuft das eigentlich dermaßen extrem? Sicher mit der Machtübernahme von George W. Bush im Jahr 2001, das Amt kam, die wissen alle, also die meisten wissen sicher noch, was es für eine komische Wahl war, wo dann einfach letztendlich ein Mitglied vom obersten Gerichtshof den Ausschlag gegeben hat und die Mehrheit bestimmt hat, dass jetzt der George Bush der Präsident sei und der Herr Bohr. Und was ich nicht gewusst habe, wo, da habe ich draufgebracht, ein neues Buch, wo es gekommen ist, Anfang Juni, also ist noch nicht mal ein Monat alt. Das heisst, die Denkfabriken von Wilhelm Engdahl. Und er beschreibt, das ist eine Fortsetzung von dem Buch, das einige von Ihnen schon kennen, von Udo Ulfkotte über gekaufte Journalisten. Also, wo drin steht, wie der CIA eigentlich den Blick, Bildzeitung in Deutschland gegründet hat, wo wir Journalisten, die CIA-Agenten Artikel schreibt und nachher unter dem Namen von einem ganz bekannten Journalist erschienen, in der FAZ, in der Süddeutschen Zeitung und so weiter. Und das Buch ist eine Fortsetzung davon. Das heisst, die Denkfabriken, und damit sind diese sogenannten Thinktanks gemeint. Das sind sogenannte Nichtregierungsorganisationen, aber vergessen Sie den Begriff, es sind über Stiftungen, die auch Rockefeller und ähnliche Finanziers gesponserte Institutionen, die selbstverständlich im Hinblick auf das neue oder im Hinblick auf neoliberale Gesinnung und auf die Plünderung der Welt, muss es so sagen, Einfluss nehmen, und zwar auf alle Gebiete, sowohl in den Medien, in der Wissenschaft, in der Bildung, wie im Kultur, wie in der Unterhaltung. Das heißt, es gibt keinen Bereich von der Gesellschaft, wo die nicht aktiv sind und glaubt sie auch nicht, dass das Nichtregierungsorganisationen sind. Also das ist, und wenn Sie das verstanden haben, dass das oberste Ziel ist, eine Weltmacht oder eine Großmacht zu verhindern im eurasischen Raum, das ist das Schlüsselverständnis, das Sie brauchen. Genau darum ist es immer gegangen, auch im britischen Empire mit dem Auflösen und dem Ingangsetzen vom Ersten Weltkrieg. Dasselbe ist der Fall seit dem Zweiten Weltkrieg. Auch dort ist es darum gegangen, ein Zusammengehen von Russland und Deutschland, was eine massive Wirtschaftskraft und Schlagkraft war, mit allen Mitteln zu verhindern. Wir sind jetzt in der dritten Anlauf, wo China und Russland sich zusammenspannen, mit Indien zusammen in den verschiedenen Projekten der neuen Seidenstraße. Das sind gewaltige Infrastrukturprojekte in den Milliarden. Und jeden Tag kommt fast ein neuer Vertrag. Wir lesen hier in der Schweiz sehr, sehr wenig darüber. Man muss sich mit der Asia Times und mit anderen Medien informieren, wo man auch nur eine Ahnung bekommt, was da alles abgeht. Aber das ist, was wir hier haben, ist das oberste Ziel, eine neue Weltmacht zu verhindern, die in der Grössenordnung könnte sein von der ehemaligen Sowjetunion. Das hat sich nicht geändert, auch wenn das schon mehr als letztes Jahr her ist. Die USA, NATO streben dadurch ständig an, das zu verhindern. Und um das, die Strategie zu aufrechterhalten, müssen sie ja alles, was sie selber machen, immer den anderen in die Schuhe schieben. Jeder Krieg, den sie schüren, das
sind immer die bösen Russen oder die bösen Chinesen schuld, was nach wie vor nicht stimmt. Und die ganze Strategie, wo durch die Neokonservative, die neoliberale Gesinnung in Gang ist, seit dem Jahr 2001, wo die ganze Clique von den Neokons mit dieser Doktrin im Kopf die Regierung übernommen hat. Das ist praktisch ein Putsch, kann man sagen. Und ich wäre vorher nie auf die Idee gekommen, dass es so zu sehen, wenn nicht William Engdahl das sehr klar nachweist, dass es schon rein deswegen ist das Buch sehr spannend zum Lesen, wie minutiös er Dokumente aufarbeitet, um das zu belegen. Das ist ein Bild von Bedit Dies. Es zeigt die Krake, die vom Pentagon ausgeht. Pentagon als Kriegsministerium von den USA, sie nennen sich zwar Department of Defense, aber hat jemals über Amerika, also USA angegriffen. Sie sehen einerseits ein Tentakel von der Krake, das ist rüstig, ein Tentakel ist das gesamte Energiewesen, ein Tentakel ist das Finanzsystem mit dem Gold, mit der Leitwährung vom Dollar. Was ich hier nicht sehe, was ich jetzt hier noch sehe, wäre die Pharmaindustrie, die ganze internationale die Pharmakonzerne, die Impfstoffe etc. Und da sehe ich dich noch unten dran, das ganze Agrobusiness mit den internationalen Konzernen, die Monsanto, Syngenta, die uns Gentech bestellen, die niemandem gut tun, die Agent Orange verwendet als Unkrautvertilgungsmittel und so weiter und so fort. Einfach der Titel vom Buch, vom früheren Buch von William Engdahl, Fools, Pack und Dominance, sagt eigentlich schon alles. So ganz kurz, damit Sie eine Ahnung bekommen, was ist denn eigentlich die Globalisierung nach dem amerikanischen Muster, was stattfindet. Das Ziel ist, ein weltweites US-Imperium zu errichten, wo alle Grenzen sich aufgelöst haben, wo Waren, Rohstoff, Dienstleistungen frei fließen können ohne Handelshemmnisse und vor allem auch ohne irgendwelche Vorschriften von Staaten, sei es Umweltschutz, sei es Schutz der Arbeitnehmer. Das dient dem Ganzen, dass man überall kann die US- und NATO-Truppen hinschicken kann. Die CIA ist überall aktiv, der Herr Bitschon hat es gezeigt schon von Georgien, das ist auch heute so in Armenien, Segeschins, die zweitgrößte US-Botschaft weltweit. Also die müssen dort ganz nahe von Georgien auch schon sehr fleissig sein, um destabilisieren. Denn der dritte Strom, der einfach über alle nicht mehr existierenden Grenzen hinweg müssen, ist das Finanzsystem, also der Dollar als Leitwährung. Mit jedem Dollar, der gewechselt wird, verdient ja und fehlt wieder etwas, also sie können sich mit dem finanzieren, die Amerikaner, die USA, obwohl sie seit dem Jahr 2008 voll bankrott sind. Aber weil sie am Drücker sind, im Unterschied jetzt zu den Griechen, geht es ihnen ganz anders. Die USA können alle Länder ausplündern, den Griechen ist das nicht möglich. Sie haben keine Weltleitwährung. Denn, um was es auch geht, und das merken wir ja hier in der Schweiz, sollen alle Grenzen aufgelöst sein. Wir haben das Thema der Massenwanderung, wir haben Personenfreizügigkeit diskutiert. Migration von Menschen, die werden aber nicht als Menschen gesehen, sondern als Arbeitskräfte, also als Sklaven, die sie so wollen. Und als Konsumenten, dass man die Güter, die man produziert und die man handelt, und über die alle Grenzen verschieben kann, irgendwo muss das ja auch nicht konsumieren. Das ist quasi die Basis in Gedanken, die Sie sich müssen, vielleicht merken. Um das geht es im US-Imperium. Viele sagen, und im Unterschied jetzt zu anderen Ansichten, die USA sind längstens bankrott. Sie können nie mehr den russischen und den chinesischen modernen Waffen
Paroli bieten, das haben sie ja auch gesagt, so kann ich sie so richtig verstanden, Herr Bettschum. Und das jetzt auf uns zukommt, ist wirklich etwas, wo man ja noch beten kann. Kriegsbedrohungen sind aber nicht nur durch das Waffenarsenal, wo wir jetzt sehr jetzt Eindrücke von Herrn Bettschum gehört haben. Krieg fangen eben an mit Böllerschüssen. Krieg fangen immer vorher an mit Propaganda. Und wir haben jetzt, im letzten Jahr, 2014, einen Informationskrieg, einen Propagandakrieg in Bezug auf die Ukraine. Also so viele Lügen habe ich wirklich in einem Jahr noch nie gelesen. Es ist unglaublich, was alles erzählt worden ist. Und die Thinktanks, die ich... Moment, das ist glaube ich ein falscher Ort. Ja. Die Steuerung von der Information durch Geheimdienst, also durch das CIA vor allem, durch die NGOs und eine Gleichschaltung von allen, die unter dem US-Imperium sind, das ist die ganze EU, alle NATO-Länder etc. und die Schweiz offensichtlich, wenn man die Zeitungen von der letzten Jahr von 2014 von 2015 ist, offensichtlich auch. Den Finanz- und Wirtschaftskrieg habe ich schon erwähnt. Man sieht es in Griechenland mit dem IWF, mit der EZB, der Europäischen Zentralbank, EU, wie sie da zusammenwirken und Herrschaft ausüben. Also es ist alles, was dahinter steht, ist das Rothschild-Imperium. Und sie steuern eigentlich die amerikanische Politik im Hintergrund seit mindestens 1945, wahrscheinlich schon länger, aber seit 1945 sicher. Und was wir dann haben, ich rede jetzt von Bedrohungen im Inneren, was nützen uns schöne Grenzen, wenn sie geschützt werden, diesen wunderbaren, natürlich ist es Voraussetzung. Aber die Infiltration und Subversion läuft ja viel, viel, viel subtiler. Man muss vielleicht gar nicht mehr mit Kriegswaffen kommen. Und ein Thema, das ich sehr, sehr belastend finde, sind die Kriegsspiele. Und wenn ich sehe, was alles jetzt über das Internet, über die elektronischen Möglichkeiten möglich sind, also die Kolonisierung der Seele von unseren Kindern, die geistige Verschmutzung, also nicht Gender Mainstreaming und ein bisschen anderer Unsinn, der jetzt aktuell ist, glaube ich, dass das Beeinflussung ist und unsere Zukunft bestimmt in einer Art und Weise, wo sich die wenigsten Leute überhaupt Rechenschaft haben. Ich hoffe, dass meine Nachrednerin, Frau Herzog, gerne auf das eingeht. Was auch eine innere Bedrohung ist, ist die Beherrschung der Wissenschaft durch Finanzströme. Also das ganze vom Menschen gemachte Klimawandel ist sowas von lächerlich, wenn ich das erste Mal gehört habe, 50 Jahre. Das angeschaut, sind die alle einfach, sind jetzt wirklich alle gute Geister verlassen, so ein Unsinn, dass CO2 im Normalfall 0,03% der Luft ausmacht, das ist 0,3 Promille. Und jetzt hat sich das 0,3 Promille, sind jetzt glaube ich auf 0,4 Promille in 100 Jahren. Und das soll jetzt die Ursache sein für Klimawandel, das wird sie gerade vergessen. Ich bin vor drei Wochen in Paris an einer Konferenz, die sehr spannend war. Und dort hat es einen deutschen Wissenschaftler, einen Professor im Ruhestand, der sich Zeit nehmen konnte. Der hat kosmische Zyklen angeschaut und hat Daten von Klimaentwicklung, also Erwärmung. Und hat gesehen, dass es zwei Zyklen sind, die sich überlagern in diesen Dings. Und hat das sehr schön darstellen. Und ich hoffe, dass es mir gelingt oder uns gelingt, einmal den Herr Witzler für einen Vortrag. Das ist nämlich mega spannend. Oder jetzt war er auf Deutsch erzählt. dann haben wir also Beherrschung von der Wissenschaft mit komplett ihre Theorien. Dann der Kampf gegen die Gesundheit der Menschen im Hinblick auf die Menschheit zu reduzieren, also Genozid, Zweck der Entvölkerung von der Erde, denn das Ziel von den Neocons, wie ich sie vorhin genannt habe, die Neoliberalen, die möchten gerne eine halbe bis eine ganze Milliarde als maximale Bevölkerung haben auf dieser Erde und dann müssen sie auch mindestens 6 Milliarden besitzen. Und eins von den, es sind viele Mittel, Daniel Kravitsch ist sicher
besser informiert, was es alles sonst noch gibt, als was ich jetzt kann erzählen. Aber sicher spielen natürlich Impfungen eine große Rolle, wo auch Stoffe enthalten, also wo die Fruchtbarkeit reduzieren, speziell wenn es das in Afrika und anderen weniger entwickelten Gegenden. Also wir sehen hier die ganze Bösartigkeit oder Boshaftigkeit, wo uns nebst der militärischen Seite, wo uns da entgegensteht. Und ich halte die für mindestens so bedrohlich, weil sie Langzeitwirklichkeit. Kriege sind irgendwann aber wieder vorbei. Dann, hier wird es ganz schnell. Ich habe gemerkt, dass wenn es lange in dem System innen tätig ist, das was wir die neoliberale Wirtschaft nennen, dass man anfängt, völlig sein ursprüngliches Denken verändern und man fängt auch an, nach Profitmaximierung zu überlegen. Man fängt an, das Wirtschaftsdenken immer wieder zu sehen, was kostet, was ist Aufwand, was ist der Ertrag. Auch das ist ein Angriff auf unser Denken, auf unseren Geist. Denn die mit sich nutzen, dass große Risiken eingegangen werden, dass wir eine Konzernherrschaft haben weltweit, die zu einem Faschismus kann führen kann oder schon geführt hat, dass absichtlich die internationale Ordnung zerstört wird, indem überall Krieg angezettelt werden oder sogenannte farbige Revolutionen, die ja immer von einer amerikanischen Botschaft ausgehen und nach einem bestimmten Handbuch genau gleich ablaufen. Dann haben wir all die Glaubenssatz von den Freimaurern. Oder auch Chaos, das bedeutet, zuerst von Veranstaltungen ein riesiges Chaos, dann schreien alle wieder noch, wir brauchen wieder Ordnung und sie glauben, dann alle werden nach einem Diktator schreien und dann können wir die neue Weltordnung einsetzen. Das ist so das Ding hinten dran, also die Gedanken hinten dran. Und die New World Order sieht vor, alle Grenzen aufzuheben, das habe ich bereits gesagt, eine Weltregierung zu errichten, die selbstverständlich sich nicht darum kümmert, was das Volk denkt, eine Weltreligion, da sind wir ja auch schon sehr weit fortgeschritten mit den verschiedenen Aktivitäten, die vom Vatikan ausgehen, und eine Weltwährung, selbstverständlich natürlich der US-Dollar aus der Sicht der Amerikaner. Und das Wichtigste, die Armee, wenn ja dann alles eine Welt ist, kann ich dann nur noch gegen das aufmüpfige Volk, also zum Niederschlag und fürs Klavierstellen verwendet werden. Das sind die düsteren Prognosen. Und simplifiziert und zusammengefasst, die US-Regierung denkt, wer nicht für uns ist, ist gegen uns, ist also ein Terrorist. Und selbstverständlich, wir sind immer die Guten, denn wir tun ja God's own work, oder? Wir tun God's work, und wir are God's own country. Also, wir tun gut Gottes Werk mit allem, was wir machen. Und wir sind Gottes Land. Wir lachen dann in unserem Kopf, wenn wir so etwas gehört sagen, sind die eigentlich alle geschwunden, sind die Frucht. Aber das ist tatsächlich, wenn man den Leuten zulässt, die das Sagen haben, wenn sie Reden halten, kommt das voll durch, auch mit Obama Reden halten, das ist voll drin. Und etwas ist noch wichtig, dass sie alle verstehen, was sind amerikanische Interessen. Amerikanische Interessen sind auf der ganzen Welt, immer dort, wo sie ein Interesse haben, ein Land auszubieten oder einen Rohstoff auszubieten oder Militärbasen zu errichten. Nehmen wir die Eritrea als Beispiel, das ist eine kleine Insel in der Mitte vom Indischen Ozean, das war früher unter britischer Herrschaft. Dann haben die Amerikaner das abgekauft, sie haben alle Menschen, die dort gelebt haben, einfach evakuiert und hier von einem anderen angesiedelt. Ist denen wie Gott weiß ich nicht, weiß man nicht. Und das ist heute der Militärstützpunkt, was der gesamte Indische Ozean auf die Überwachung hat. Und die wissen ganz genau, was mit der MH17, also mit der MH17, also die erste, die verschwunden ist, und nie gewusst hat, woher, die wissen genau, was sie ist. Das kann man. Wir im Westen sind
sind es überall die Zusammenhänge viel zu wenig klar, weil es nicht in der Zeitung steht. Aber die Völker in Asien, in Afrika, in Lateinamerika und draußen, die wissen sehr wohl, was da passiert. Und wenn man asiatische Zeitungen liest, dann merkt man, dass die eine völlig andere Weltsicht haben als wir und meines Erachtens eine, die der Tatsache mehr entspricht. Es gibt eine Alternative. Der Herr Bittschen hat bereits Kriegsfakten erwähnt, für die, die das ganz präsent haben: Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Und die haben eine ganz andere Zielsetzung, eine ganz andere Mentalität. Und ihnen geht es nicht darum, den Krieg zu globalisieren, sondern echte Solidarität, beruht auf Kooperation, gegenseitige Unterstützung, Respekt vor der Souveränität und Unabhängigkeit von jedem Land, also die Freiwilligkeit bei jedem einzelnen Vertrag. Sie setzen sehr viel Geld ein und Energie für die Entwicklung von ihren neuen Projekten. Forschung ist gross geschrieben. In China sind jenste neue Universitäten entstanden. China ist heute nach 10 Jahren Entwicklung das Land mit den meisten Patentanmeldungen, würde man sich gar nicht glauben. Und was früher noch Made in China war, ist quasi das Label für Billigprodukte, heisst heute Created in China, entwickelt in China. Und sie sehen sehr viel darauf, dass sie eben nicht mehr das unterentwickelte Land sind, sondern riesige Hoffnung auch haben, sich weiterzuentwickeln und in Kooperation zu sein. Investitionen tätigen auf der ganzen Welt, auch in Griechenland, auch sehr viel in Afrika, aber nicht zum Land ausblüten. Natürlich haben sie ihre Interessen, sie sind kluge Händler, sie sind Jahrtausende, aber sie wollen immer auch, dass da auch etwas hat. Der Präsident Xi Jinping, der redet immer gerne nicht nur von Win-Win-Situationen, sondern von Win-Win-Win-Situation, also dass wirklich alle gewinnen. Und das ist ein gesellschaftlicher Mehrwert, der dadurch entsteht, eine dynamische Stabilität, die aber Menschlichkeit im Zentrum hat. Und es scheint mir sehr, sehr zentral zu sein, dass Russland als christliches Land, und Putin tut sich sehr stark auf die russisch-orthodoxe Kirche auch beziehen, nicht so im grossen Rahmen, aber er steht wohl dahinter, im Zusammenwirken mit China, wo der Konfuzius eine wichtige Rolle spielt, im Denken. Wenn Sie mal Zeit haben, lesen Sie das Buch von Xi Jinping, deutsch übersetzt seine Rede von der letzten, von 2012 bis 2014 in etwa. Und das heisst China regieren. Und da werden, wenn Sie, ist auf Deutsch aus, und wenn Sie sich so mal reinfühlen, was da für ein Wandel passiert ist, wo wir hier oder offizielle Medien nichts oder fast nichts mitbekommen. Dann sehen Sie, dass es nicht ganz so hoffnungslos ist, wie ich jetzt fast ins Loch in der Kälte nach dem Vortrag von Herrn Bett schon. Wir haben noch eine Chance, aber die liegt nicht im militärischen Bereich. Das ist ganz klar. Es ist unsere menschliche Kreativität, es ist unser Geist, es ist unsere Seele, wo jetzt gefordert und gefragt ist. Und ich merke auch, wenn ich mit Leuten rede, dass sie aufrufen, wenn sie sehen, aha, okay, es ist nicht die einzige Option, die wir haben. Und der Aufbruch ist zu einer neuen Stufe der Menschheitsentwicklung in einer multipolaren Welt. Und das ist die Zukunft für unsere Jugend. Als ich in Paris war, an der Konferenz, die ich erwähnt habe, da hat es ein Video gegeben von einem 95-jährigen Franzosen, der seinerzeit noch in der Resistance mitgekämpft hat. Der war voll da gewesen. Und er hat einen unheimlich engagierten Aufruf gestartet und hat gesagt, was wir jetzt brauchen, jetzt hat es noch zweimal schon durch die Hochfinanz einen Weltkrieg gegeben, 1984 und 1939 bis 1945. Und beides mal mit furchtbaren Folgen und beides mal mit hochfinanziellen Hintergrund finanzieren. Wir haben immer beide, also Rothschild und Rockefeller, sind immer beide Seiten finanziert. Also sowohl die Deutschen und ihre Verbündeten und die Alliierten. Und jetzt müssen wir aufstehen.
Wenn wir jetzt heute genauso wachsam sind, aufstehen und uns wehren gegen die tödliche Ideologie, die uns da übergestülpt wird von den Neokons, gegen die ganzen Kriegshetze von der NATO, wo längst kein Verteidigungsbündnis mehr ist, sondern das Angriffsbündnis, das haben wir im Jugoslawienkrieg gesehen. Wenn ich Lügen gelesen darüber, ich fange jetzt langsam so an, begreifen, was dort eigentlich abgegangen ist. Und ich lese es vor, wir müssen heute genauso wachsam aufstehen und uns wehren gegen diese tödliche Ideologie, gegen diese Kriegshetze, gegen alle Lügen, die den Fortschritt der Menschheit begrenzen. Und ganz kurz, Beispiel für Resistance. Österreich hat es geschafft, ein Referendum stand zu bringen, wo muss abgestimmt werden über den Austritt aus der Ehe. Das ist kürzlich in allen Medien gekommen. Griechenland muss morgen abstimmen. Die EU hat sich so verhalten, dass sie die Regierung Syriza wegputschen möchte und hat überhaupt sich völlig unsichtig gezeigt. Im Gegensatz dazu hat sie dann, das sehen Sie hier, in der Ukraine viel riesige Milliardenkredite zur Verfügung stellen, um das, was Griechenland braucht, mehrfach übersteigt. Und ein weiteres mutiges Beispiel war der Viktor Orban in Ungarn. Er hat alle Kredite vom IWF, die ein Bürgerrecht hatte, hat er zurückgezahlt, dank Wladimir Putin, der ihm das nötige Geld mit Ferienkrediten zur Verfügung gestellt hat. Ein Beispiel, das den wenigsten Leute so geläufig ist, aber die, die sich interessieren, die wissen es natürlich. In Island hat alle Banken, die sich überschuldet haben, bankrott gehen als Volk, hat abgestimmt, nein, wir übernehmen die Schulden nicht. Und die kriminellen Banken, soweit sie nicht geflohen sind, haben sie ins Loch gerührt, das ist Gefängnis, und ihnen den Prozess gemacht. Und heute geht es den Isländern wieder sehr viel besser, aber das steht nicht in den Zeitungen. Das könnte ja Schulen machen. Alle haben. Gut, ich komme zum Schluss. Neutralität, Zusammenfassung, ist kein Selbstzweck, sie dient der Sicherheit von einer Solidargemeinschaft, der Staat und, Staat und den Grenzen, wo wir uns darüber geeinigt haben. Die grosse Bedrohung ist die Auflösung von allen Grenzen durch die Globalisierung nach dem Stil der USA. Und die kleinräumigen Gemeinschaften, Ländervölker werden zerstört, sozial, ökonomisch, seitlich. Und auch als Volksgruppe ethnisch. Und ebenfalls auch die Lebensgrundlage. Es ist eine Ausbündung, es ist eine Versklavung. Erste Bündung. Dann ist es wichtig, die schleichende Zersetzung im Inneren von unserem Land, also auch in unserem persönlichen eigenen Inneren, wahrzunehmen und viel wacher zu werden, viel bewusster zu werden, dass wir uns immer wieder besinnen auf unsere innere Stimme, auf unsere unser Seelenwert, den er darum hält, als göttliche Seele. Und was wir mit dem können bewirken können. Sodass wir nie in einer Situation sind, wo es keine Ausweg mehr gibt. Das ist meine persönliche Haltung. Aber dass wir das können, das setzt uns, dass wir Wahrhaftigkeit einführen, als der Schlüssel zum Umdenken und zum Neubeginn. Resistance, Hinwendung zu einer zu den Gemeinschaften, die sich auf echte Entwicklung der ganzen Menschheit besinnen, auf Kooperation und Respekt auch von den Völkergemeinschaften. Und das ist mein Ausblick und meine Hoffnung, dass wir eine ganz andere Art von Globalisierung können realisieren können, eine Globalisierung von der Menschlichkeit, Solidarität, von der Kooperation und Entwicklung, um die Zerstörung und die drei Schwarzrichter. Das ist meine Hoffnung. Ich hoffe, ich habe es wirklich mitnehmen. Ganz kurz und ganz schnell. Und ich danke für die Aufmerksamkeit.